Freunde, hier ist wieder eure Alex. Und wie versprochen gibt es noch eine weitere Mütze. Jetzt im Mützenjanuar kann man natürlich immer gut gebrauchen. Und das ist nochmal eine quergehäkelte Variante, die also offen gearbeitet wird, von der Unterkante bis oben zur Mitte, immer in Reihen hin und her und dann später zusammengenäht wird. Die hat eine Besonderheit, diese Mütze, denn die besteht aus zwei Mustern. Das ist einmal hier dieses Knubbelmuster, habe ich es einfach mal genannt. Das ist eine Wiederholung von zwei Reihen, die sich immer abwechseln. Und das ist vorne an der Mütze und hinten. Für die Seiten im Ohrbereich habe ich mit abgeketteten halben Stäbchen gearbeitet. Das hat einen entscheidenden Vorteil, neben dem, dass es sehr elastisch ist, ist das eben noch mal ein bisschen dicker und wärmt die Ohren besser. Ihr könnt diese Mütze komplett nur aus den abgeketteten halben Stäbchen arbeiten oder nur etwas lockerer, fluffiger mit dem Knubbelmuster. Ich wollte die Muster gerne miteinander kombinieren, weil ich die Idee ganz schön finde. Also ich mag es nicht zu dicht und warm am Kopf, an den Ohren allerdings schon. Und dann könnte man sagen, ich habe mir quasi hier so eine Art extra Ohrenschützer, Ohrenwärmer mit eingebaut. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich im Detail. Zur Wolle sage ich auch noch was. Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, dass jeder von euch eine andere Art zu häkeln hat, eine andere Wolle verwendet, eine andere Häkelnadel, sodass ich zwar euch sage, wie viel Zentimeter mache ich in der Breite, wie viel in der Höhe, wie viele Maschen sind das bei mir, das ist aber immer nur ein Anhaltspunkt. Ihr müsst schon selber mit eurer Wolle, mit eurem Häkelhaken und eurer Art zu häkeln, selber ausprobieren. Ich kann nicht für jede Eventualität euch hier konkret was vorgeben. Oder wenn ihr sagt, ich möchte gerne eine Kindermütze machen, natürlich geht das sehr, sehr gut dafür, damit, ne, mit diesem Muster. Oder für einen Erwachsenen mit einem großen Kopf, ihr müsst selber ein bisschen ausmessen. Es hilft immer, eine gut sitzende Mütze zu nehmen, die schon vorhanden ist und die als Richtwert zu nehmen. Dann kann man einfach mal die Höhe ausmessen. Wenn das nicht ist, wenn ihr da keine Vorlage habt, dann gibt es auch Tabellen, die ihr über Google suchen könnt, zum Beispiel, wie viel Kopfumfang hat ein dreijähriges Kind, dann habt ihr so in etwa eine Richtlinie. Ich bin jetzt hier, mein Kopfumfang ist 55 cm. Davon ausgegangen, dass ich diese Mütze tragen möchte und habe insgesamt eine Breite gehäkelt von 50 cm, knapp 50 cm, bevor ich das Ganze zusammengenäht habe und eine Höhe, dass es ein ganz bisschen Beanie ist, das sind so 21 cm in etwa. Ne? Man kann optional, also man kann die Mütze auf jeden Fall so lassen. Wenn ich jetzt hier unten gar nichts dran mache, dann sieht das eben so aus, was ich durchaus schön finde. Man kann natürlich auch hinterher noch mal eine Runde mit festen Maschen machen, um den Rand ein bisschen zu versäubern, wenn euch das nicht ordentlich genug ist. Oder man kann natürlich auch nachträglich noch ein Bündchen dran basteln, damit das Ganze länger wird. Dann müsst ihr natürlich eure Mützenhöhe an sich anpassen, ne? Dass ihr sie entweder kürzer macht oder eben diese Länge wählt und die dann als Beanie tragt. Natürlich kann man noch eine Bommel hinzufügen. Ich bin jetzt kein besonders großer Bommelfan, deswegen mache ich das nicht, aber das ist absolut eine Option. Ja, ein Hinweis noch, die ist von der Konstruktion ein bisschen schwieriger als die andere quergehäkelte Mütze, eben dadurch, dass ich zwei Muster miteinander kombiniere und natürlich auch erstmal ausprobieren musste, wie verhält sich denn das eine Muster und das andere Muster und beide zusammen. Da also der Hinweis schon mal vorweggenommen, ich habe mit dem Knubbelmuster begonnen und habe erstmal 6 Musterreihen, also 12 Reihen insgesamt gearbeitet.
und dann einen Block gearbeitet, der meine Ohren gut abdeckt. Und dann habe ich mit dem Knubbelmuster weitergemacht und habe dann die Breite, die sich bis dahin ergeben hat, verglichen mit dem Umfang, den ich haben möchte. Und dadurch hat sich ergeben, wenn ich die andere Seite für meinen Ohrbereich genauso machen möchte wie diese, dass ich hier von 8 Doppelreihen gearbeitet habe, dann 12 Musterreihen, also insgesamt 24 Reihen Knubbelmuster, wieder 8 Doppelreihen für meinen Ohrbereich und dann habe ich hier nochmal, weil ich mit 6 Reihen angefangen habe, nochmal 6 Musterreihen zum Abschluss gemacht und das Ganze hier hinten dann miteinander vernäht. Das ist ein bisschen experimentell, ne? Das ist halt so, wenn man so Mützen arbeitet, ihr könnt, müsst euch ein bisschen danach richten, wie verhält sich die Wolle, wie elastisch ist das Ganze. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt hier 1, 2 Musterreihen mehr habt, das fällt beim Aufsetzen überhaupt nicht auf. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum fange ich denn oder höre ich quasi erstmal mitten im Muster auf. Das war der eine Grund und der andere Grund war, wenn ich mit dem Knubbelmuster ende und möchte meine Mütze zusammennähen, dann sieht es einfach besser aus, wenn ich das mitten im Muster mache, sonst würde die Naht viel, viel mehr auffallen. Klar, die kommt eh nach hinten, aber so passt es dann einfach besser. Man sieht eigentlich fast gar nicht, dass hier die Naht ist, ne? Ja, also dann ab ins Abenteuer, tobt euch richtig aus, seid mutig, experimentiert und dann gebe ich jetzt noch gleich ein paar Hinweise zur Wolle. Ich habe also ungefähr 100 Gramm verbraucht, mehr Infos kommen dann jetzt gleich und viel Spaß dabei. Ich verwende für diese Mütze die Drops Merino Extra Fein, die ist Superwash behandelt und ist reine Merino-Wolle, die kratzt halt nicht, die ist schön weich und hat eine schöne mittlere Dicke. Die hat also auf 50 Gramm 105 Meter und es wird ein Viererhaken empfohlen. Den nehme ich auch dafür, ne? Ich brauche für eine normal hohe Mütze 250 Gramm Knäule, also 100 Gramm. Wenn ihr eine Beanie machen wollt, die länger ist oder eine größere Größe einfach, dann solltet ihr vielleicht vorsichtshalber ein drittes Knäuel oder eben etwas über 100 Gramm auf Halde haben, dass euch nicht unterwegs die Wolle ausgeht. Diese Mütze wird ja wieder quer gehäkelt. Das heißt, je nachdem, wie viel Maschen ich anschlage, verändert sich meine Höhe. Wie auch bei der anderen quer gehäkelten Mütze, mache ich hier oben gleich dann auch andere Maschen, damit mir die Mütze wieder zuläuft. Dann brauche ich gar keine Abnahmen oder so mit einplanen. Nur ich habe dann hier gleich eine Biegung. Entscheidend ist aber, dass wir eine gerade Maschenanzahl brauchen. Egal mit welchem Garn, das ist euch überlassen, egal mit welchem Häkelhaken. Wir brauchen aber hier für dieses Knubbelmuster brauchen wir eine gerade Maschenanzahl. Für den Rippenbereich mit den abgeketteten halben Stäbchen ist die Anzahl an sich egal. Ne? Ich fange mit diesem Knubbelmuster an, weil ich mir später meine Naht da besser drin verstecken kann. Zum Zeigen schlage ich jetzt keine 40 Maschen an. Für die Mütze habe ich 40 Maschen angeschlagen und komme damit auf eine Höhe von 21 cm. Also ich brauche, wie gesagt, eine gerade Maschenanzahl. Ich sage jetzt mal 12, sind das hier. Wie gesagt, für die Mütze waren es 40, ne? Und eine Masche für die Höhe. Und das Knubbelmuster definiert sich immer durch die Rückreihe. Die Hinreihe ist einfach nur eine Reihe mit halben Stäbchen. Also auf jede Masche kommt ein halbes Stäbchen drauf.
Und zwar auch untypisch für mich, aber besser zum Zusammennähen durch das eine Beinchen meiner Faust von der Luftmasche. Also ausnahmsweise mal nicht hinten in diesen Bubbel hinein, sondern hier in dieses Beinchen hinein. Und 6 Maschen, bevor ich oben angekommen bin, verändere ich meine Maschen, damit sich diese Wölbung der Mütze ergibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da mache ich die ersten 3 Maschen feste Maschen. Die sind einfach von der Höhe geringer als die halben Stäbchen, sodass ich die Mütze nach oben hin verjüngen kann. Und die letzten 3 Maschen mache ich Kettmaschen. Und immer an der oberen Stelle, egal ob Hin- oder Rückreihe, mache ich das so. Eine Kettmasche, noch eine Kettmasche und Nummer 3. Also von außen auf die Mütze geguckt, das ist meine Außenseite. Für den Korpus der Mütze an sich halbe Stäbchen und die letzten 6 Maschen, jeweils 3 feste Maschen und 3 Kettmaschen. Dann mache ich eine Luftmasche zum Wenden und gucke jetzt von der Innenseite. Und ihr seht jetzt schon nach einer Reihe, dass hier oben die Höhe geringer ist als hier unten. Später wird die Mütze dann so angezogen. Zurück mache ich das gleiche wieder mit den 3 Kettmaschen und mache die nur durch die eine Schlinge durch, also durchs hintere Maschenglied. 1, 2, 3. Jetzt kommen die festen Maschen, die 3, auch nur durch ein Beinchen. Mal gucken, dass ich die Wolle nicht spalte. 1, 2, 3. Und alle weiteren Maschen werde ich jetzt mit dem Muster behäkeln. Das Knubbelmuster funktioniert so, dass ich immer ein ganzes Stäbchen und eine Kettmasche abwechsle. Also hier durch dieses eine Maschenglied, das ist quasi das dritte Maschenglied von meinem halben Stäbchen, ne, was ich gearbeitet habe. Das sind diese normalen Schlingen, die oben auf dem halben Stäbchen sind. Und hier durch das dritte Maschenglied, da steche ich ein und mache ein ganzes Stäbchen. Die nächste Masche wird eine Kettmasche. Und die wechsle ich jetzt immer ab. Und darum ist es halt entscheidend, dass ich eine gerade Maschenanzahl wähle, brauche ich eben für das Muster. Nächste Masche ist wieder ein ganzes Stäbchen. 1, 2. Nächste Masche ist eine Kettmasche. Das mache ich die ganze Reihe runter von der Innenseite geguckt. Und wenn ich unten angekommen bin, meine vorletzte Masche immer ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen und meine letzte Masche ist eine Kettmasche. Und die mache ich durch 2, mindestens vielleicht auch 3 Maschenglieder, damit unten die Kante ein bisschen stabiler ist. So, das war das Knubbelmuster. Für die Rückreihe von außen gesehen mache ich eine Wendeluftmasche, drehe die Arbeit um und dann seht ihr hier schon die Knubbelchen. Diese Reihe ist wieder ganz normal mit halben Stäbchen. Also in die Kettmasche von eben kommt ein halbes Stäbchen und hier, wo mein Knubbel sich gebildet hat, wenn ich das so ein bisschen drehe, dann seht ihr hier hinten,
diese beiden Schlingen und da steche ich durch. Halbe Stäbchen. In die Kettmasche ein halbes Stäbchen. Hier, wo mein Knubbel ist, da ist hier so ein Knötchen. Wenn ich es ein bisschen kippe, seht ihr hier die beiden Maschenglieder. Da kommt das halbe Stäbchen rein. Kettmasche, halbe Stäbchen drauf und auf das ganze Stäbchen. Also diese Reihe ist immer nur mit halben Stäbchen. Und da ich diese Reihe ja angefangen habe mit einem ganzen Stäbchen, wisst ihr, wenn ihr hier seht, ach, wie war denn das doch gleich nochmal? Ich muss genauso enden, dass ich an einem Stäbchen lande, ne? Beziehungsweise ich kann von oben nochmal runterzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die eine hat sich da versteckt. Da kommen dann wieder drei feste Maschen. 1, 2, 3. Also das Entscheidende ist, dass wir bei dieser Mütze keine Abnahmen machen, sondern das Ganze mit dem Höhenunterschied der Maschen hinkriegen. Und die letzten drei Kettmaschen. Kettmaschen, keine festen Maschen. 1, 2 und 3. Eine Masche zum Wenden. Zurück geht's genauso. Die drei Kettmaschen. Wieder nur durch ein Maschenglied. Drei feste Maschen durch ein Maschenglied. 1, 2. Und dann kann ich wieder mit meinem Muster weitermachen. Durch dieses dritte Beinchen vom halben Stäbchen. Immer im Wechsel ein Stäbchen, eine Kettmasche. Ein Stäbchen. Eine Kettmasche. Bis ich wieder unten angekommen bin. Ein Stäbchen und am Rand hier eine Kettmasche durch zwei oder manchmal flutscht hier noch das dritte, hier so ein drittes Beinchen hinzu, macht überhaupt nichts, umso stabiler ist die Kante. Das wechselt sich jetzt also immer ab und dadurch, dass wir hier das dritte Beinchen von dem halben Stäbchen nur bearbeiten, ergeben sich hier dann noch mal so kleine Zöpfchen. Das kann ich euch hier an dem großen noch mal zeigen. Nach mehreren Reihen sieht das so aus. Ne? Das könnt ihr im Prinzip für die ganze Mütze so machen mit diesem Muster. Das ist optisch einmal sehr schön. Es ist halbwegs dicht, jetzt nicht hundertprozentig. Ne? Es ergeben sich natürlich so kleine Löcher. Ich habe mir aber überlegt, dass ich im Bereich der Ohren gerne ein bisschen was Dickeres hätte und habe dazu zwei Streifen, einmal fürs linke, einmal fürs rechte Ohr, eingefügt mit diesen abgeketteten halben Stäbchen. Die Naht lege ich mir zwischen mein Muster mit den Knubbeln, weil ich das später schöner vernähen kann, weil mir dann die Knubbel quasi die Naht verdecken, dann sieht das einfach deutlich besser aus. Wie viel Reihen das sind, das müsst ihr gucken. Das könnt ihr dann, wenn ihr hier, sagen wir mal, hier habe ich 6-mal, also 12 Reihen gearbeitet, 6-mal die Knubbel. Dann habe ich hier mir den Block gemacht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rippen mit den abgeketteten halben Stäbchen. Das kommt natürlich darauf an, wie breit das Ganze wird durch eure Wollauswahl. Insgesamt habe ich mir ausgerechnet,
ist es gut, wenn ich 2x12 Streifen mit dem Knubbel habe, für vorne und hinten, und 2x diese 8 Blöcke, 8er Streifen, das sind immer 2 Reihen, mit den abgeketteten halben Stäbchen. Also es ist jetzt nicht ganz wichtig, dass ihr hier mit 6 anfangen könnt. Ihr könnt auch gleich 10 machen oder 11 oder ihr macht nur 4. Auf jeden Fall, dass die Naht später hier im Knubbelmuster endet. Wenn ihr dann wechseln wollt zum anderen Muster. Wie gesagt, das ist nur eine Option, das muss man nicht machen. Man kann die Mütze auch durchmachen mit dem einen oder nur mit dem anderen Muster. Ne? Dann machen wir Folgendes. Das machen wir, wir haben jetzt hier eine Reihe mit halben Stäbchen ja zurückgearbeitet und gucken jetzt gleich wieder von der Innenseite. Das heißt, ich wende mit einer Luftmasche und mache erst wieder meine 3 Kettmaschen. Drei und meine 3 festen Maschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt beginne ich mit den abgeketteten halben Stäbchen. Keine Sorge, dafür mache ich euch noch mal ein extra Video, wahrscheinlich nächste Woche, damit ihr noch mal genau sehen könnt, wie man das Ganze gerade arbeiten kann. Ich finde es halt sehr günstig für diese Mütze, ne? Weil das noch mal einen schönen Streifen macht. Sieht übrigens von innen genauso aus wie von außen. Das wird gearbeitet wie halbe Stäbchen, sagt der Name ja schon. Ich mache mir einen Umschlag und steche hier wieder durch mein drittes Beinchen vom halben Stäbchen. Und jetzt kette ich aber mit meiner letzten Schlaufe, mit der dritten, kette ich quasi die beiden anderen Schlaufen ab. Also wie ein halbes Stäbchen beginnen. Es lohnt sich hier unten ein bisschen festzuhalten und die dritte Schlaufe durch die beiden anderen ziehen. Durch ein Beinchen stechen, keinen Umschlag machen und die dritte Schlaufe durch die beiden anderen ziehen. Das ist so ein bisschen Übungssache, weil das nicht ganz so flüssig von der Hand geht, aber man gewöhnt sich dran und es ist halt optisch wirklich sehr, sehr hübsch. Na, also anfangen wie ein halbes Stäbchen, aber eben keinen Umschlag machen, sondern mit der letzten Schlaufe die ersten beiden abketten. Das ist quasi eine Mischung aus halben Stäbchen und Kettmasche. Ja. Und die 8 Streifen, die ich für das eine Ohr gemacht habe, die füge ich jetzt eben hier nochmal an. 8 Streifen sind eigentlich 16 Reihen, ne? Weil ich immer eine Hin- und eine Rückreihe brauche, damit sich ein Streifen ergibt. Upsala, das passiert natürlich schnell. Auch hier mache ich so, dass ich bei der letzten Masche hier unten am zukünftigen Bündchen durch 2 Schlaufen steche, damit die Kante etwas stabiler wird. In diesem Muster brauche ich auch wieder nur eine Wendeluftmasche und häkle genauso mit diesen abgeketteten halben Stäbchen zurück, dass ich mir hier das mir am zugewandtesten Beinchen nehme. Ich habe gerade ein halbes Stäbchen gemacht, ne?
Nein, wir bleiben bei den abgeketteten halben Stäbchen. Also durchstechen und das abgekettete machen. So arbeite ich also zurück. Oben wieder meine letzten 6 Maschen aufteilen in 3 feste Maschen und 3 Kettmaschen. Und dann seht ihr schon, dass sich hier so eine Wölbung ergibt. Die Beule ist gewollt, ne, damit die Mütze hinterher gut sitzt. Und ihr seht, das zieht sich hier so zusammen. Ja, also das ist jetzt quasi der Auftrag. Eine beliebige Anzahl an Maschen, eine gerade Maschenanzahl eben, aber so viel wie ihr möchtet anschlagen. Das Knubbelmuster machen. Nicht komplette Breite. Da könnt ihr übrigens, ist auch ein ganz guter Trick, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viel Umfang brauche ich denn, dann kann man da eben auch noch mal so ein bisschen was zuschummeln, ne? Noch mal 2, 3 Reihen dazu machen. Dann für den Ohrenbereich hier die abgeketteten halben Stäbchen. Ihr seht auch, das ist schön dick und dicht und trotzdem super elastisch. Da lohnt sich echt die Mühe. Und dann wieder wechseln zum Knubbelmuster. Und das ergibt dann eine super warme und echt total schicke Mütze. Wir sehen uns wieder, wenn ich hier meinen zweiten Teil gearbeitet habe. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze zusammenfügt. Vielleicht ganz kurz als Hilfe nochmal. Ich habe jetzt hier meine 8 Reihen mit den abgeketteten halben Stäbchen gemacht und ende hier oben, weil ich jetzt wieder wechseln möchte zu dem Knubbelmuster. Und wie vorhin schon gesagt, das bildet sich ja aus auf der Rückseite, wo es gearbeitet wird. Also ich arbeite das Knubbelmuster von der Innenseite und sehe dann auf der anderen Seite hier diese kleinen Knubbel. Ja, und vielleicht auch noch mal als kurze Hilfe, wie entscheide ich denn, wo steche ich hier ein für die Kettmaschen und für die festen Maschen, die jeweils 3 Stück. Und ich nehme das Maschenglied, was oben liegt. Also die sind so ein bisschen nach vorne gekippt, ne? Wenn man das hier mal so sieht, kippen die so ein bisschen nach vorne. Und das Maschenglied, was oben aufliegt, egal ob ich hinwärts oder rückwärts arbeite, das nehme ich für die Kettmaschen, für meine 3 Stück und auch für die festen Maschen. So sieht es jetzt von der Innenseite aus. Wenn ich so ein bisschen drehe, sieht man, die kippen so ein bisschen zur Außenseite hin. Und das, was oben aufliegt, hoppala, das nehme ich für die feste Masche. 1, 2 und Nummer 3. Und wenn ich das so mache, wenn ich nur dieses eine Maschenglied nehme für diese oberen 6 Maschen, dann entsteht nämlich hier auch nochmal so eine fortlaufende Rippenoptik. Hier sieht man, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, was auch immer das war. Das wird sich aber verlaufen später. Na, dann bleiben diese Streifen hier erhalten, also das eine Beinchen hier von den abgeketteten halben Stäbchen, und dann sieht das auch noch mal wirklich gut aus. Und das habe ich eben komplett, egal bei welchem Muster läuft das ringsherum. Ja, und wenn ich jetzt zum Knubbelmuster wieder zurückwechsle, wie gesagt, von der Innenseite wird gearbeitet, dann suche ich mir hier auch wieder das dritte Maschenglied, denn auch bei diesen abgeketteten halben Stäbchen habe ich diese beiden oberen Streben, diese hier, ne? Die Faust, die oben aufliegen. Und das dritte Maschenglied ist dieses hier, dass ihr nochmal so einen Vergleich habt. Das sind die beiden oben
Das ist hier das dritte, was so ein bisschen quer liegt, aber einem so ins Auge springt. Und das behäkle ich eben mit dem Knubbelmuster durch ein Maschenglied, immer im Wechsel, ein ganzes Stäbchen und eine Kettmasche. Ein ganzes Stäbchen und eine Kettmasche. Und jetzt hatte ich eingangs schon gesagt, ich habe so ein bisschen nach Versuch und Irrtum gearbeitet, weil das nicht so ganz einfach ist, festzulegen, wie viele Reihen brauche ich denn, ne, damit es auch gleichmäßig aufgeht. Deswegen habe ich mit 6 Reihen, also es sind eigentlich 12 Reihen, aber 6 Musterreihen angefangen und habe mir hier die Breite für meinen Ohrbereich abgearbeitet und habe dann nochmal 6 Reihen gemacht. Und dann hat man einen ganz guten Richtwert, dann kann man sich das einfach mal ausmessen und das vergleichen mit dem Kopfumfang, den ich brauche. Und dann kann man besser einschätzen, wie viel Reihen oder Musterreihen muss ich denn tatsächlich machen. Na klar, war mir von vornherein klar, den Bereich für die Ohren, die möchte ich gleich groß machen und diese Bereiche möglichst auch, ne? Und dann habe ich es mir angehalten, habe ausgemessen. Und da war mir klar, ich brauche 12 Musterreihen von dem Knubbelmuster. Mit 6 habe ich angefangen. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 6 Musterreihen, also 12 Reihen insgesamt, bevor ich das Ganze schließen kann. Das kann aber bei euch anders ausfallen. Natürlich, je nachdem, welche Größe ihr habt und für welche Wollstärke und so weiter. Ihr müsst es ausprobieren. Ihr könnt hinterher ja immer noch hier ein bisschen hinzufügen und wenn hier dieser Teil 2 Musterreihen mehr hat, das fällt gar nicht groß auf. Ne? Das ist jetzt halt so ein bisschen nach Versuch und Irrtum. Und denkt dran, wenn ihr euch das anhaltet, die Mütze ist ziemlich elastisch, ihr braucht also wirklich nicht den eigentlichen Kopfumfang. Kopfumfang heißt nicht gleich Mützenumfang. Wenn ihr so viele Reihen arbeitet, dass ihr euren Kopfumfang erreicht, dann ist die Mütze zu groß. Die soll ja gut sitzen. Also, man muss immer so ein bisschen je nach Muster variieren und auch das ausprobieren. Aber so 10% könnt ihr auf jeden Fall abziehen von eurem Kopfumfang. Pi mal Daumen. Kommt aufs Muster drauf an. Ne? Ja, also ich werde jetzt hier noch 6 Musterreihen im Knubbelmuster anfügen und dann zeige ich euch aber auch wirklich, wie man das Ganze miteinander verschließt. So, ich bin also soweit fertig. Ich habe hier nochmal meine 6 Musterreihen, also insgesamt 12 Reihen gearbeitet. Ich habe nochmal den Umfang ungedehnt gemessen, also von einer Seite zur anderen. Das sind so knapp 50 cm und damit sitzt die Mütze eben auch gut. Jetzt werde ich das Ganze vernähen und ja, ich mache es von der Außenseite, weil ich am Anfang hier ja so gestartet habe, dass ich hier noch von der Anfangsreihe eine Schlaufe über habe und die verbinde ich mit der einen Schlaufe, mit dieser hinteren hier, diese von meinem Muster. Also ich nähe zusammen, wenn ich am unteren Rand der Mütze angelangt bin. Als allererstes Faden großzügig abschneiden und in eine Nadel fädeln. Und ich gehe hier schon mal einmal durch meine letzte Schlaufe durch und ziehe. Und jetzt lege ich mir die beiden Seiten aneinander und gehe durch die unterste Schlaufe meiner letzten Reihe und hier von meiner Anfangsluftmaschenkette auch durch ein Maschenglied. Und so nähe ich mir das Ganze jetzt zusammen. Immer mal zwischendurch ziehen. Hier hinter meinem Knubbel, da ist eine Schlaufe, die schnappe ich mir und von der gegenüberliegenden Seite eine Schlaufe
Und so nähe ich jetzt die beiden Seiten miteinander zusammen. Und wenn ich dann dran ziehe, dann liegt das Knubbelmuster dann quasi auf der Naht und die Naht verschwindet damit. Durch die Kettmasche und hier gegenüberliegend. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr natürlich auch das Ganze zusammen häkeln, auch gerne von der Innenseite, wie euch das am liebsten ist. So kann man es machen, man kann es auch ganz anders machen. Da hat ja jeder seine bevorzugte Art und Weise. Ne? Und dann seht ihr, legt sich das hier so rüber. Das mache ich jetzt einmal, bis ich oben angekommen bin. Oben angekommen, steche ich meine Nadel noch mal einmal auf die Innenseite. Dann kann hier die Nadel schon mal raus. Ich verknote mir jetzt einmal mit meinem eh schon oben liegenden Faden. So, einmal so einen Doppelknoten. Und schmeiß mir diesen einen Faden nach innen. Es ist jetzt quasi auch egal, mit welchem Faden ich weiternähe. Und fädel mir den anderen Faden auf, damit ich dann oben mein Loch noch zunähen kann. Ich zeige euch nur erstmal hier die Naht. Ne? Fällt so gut wie nicht auf. Gut, dann widme ich mich jetzt dem Loch. Und da gehe ich einfach immer nur durch zwei Schlingen von jeder Reihe. Hier oben habe ich ja die Kettmaschen und gehe immer einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter, einmal hoch. Ziehe den Faden durch, das mache ich jetzt auch einmal ringsrum. Und wenn ich jetzt einmal rum bin, dann kann ich hier an meinem Faden ziehen. Und dann seht ihr, schließt sich die Mütze. Da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Und dann kann man das Ganze hier zusammenziehen. So. Vorsichtig, dass der Faden nicht abreißt. Und wenn ihr eine Bommel annähen wollt, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Ich ziehe noch mal so ein bisschen nach. So. Und falls ihr das Loch nicht ganz zugezogen bekommt, macht das nichts. Dann gehe ich mit der Nadel nach innen, steche mir also hier so auf der gegenüberliegenden Seite ein. Durch den Rand. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und drehe mir die Mütze auf die Innenseite. Dann kann ich hier noch mal ein bisschen ziehen. Mein Loch ist jetzt noch, weil das hier viele Reihen, voluminöse Reihen hat, habe ich noch ein ganz bisschen Loch. Und dann mache ich das immer so, dass ich mir von der Innenseite her so sternförmig noch mal ein paar Stiche setze, damit die Mütze auch wirklich zu ist. Immer von der einen Seite zur anderen. Dann kann ich noch mal ziehen. Seht ihr, so geht es besser zu. Also wenn man sich eine Uhr vorstellt, sagen wir mal von 2 nach 7 Uhr, von 10 nach 4 Uhr, irgendwie so, ne? Dass man sich hier so ein paar Mal
drüber sticht. Und dann kann ich auch den Knoten langsam machen. Ich gehe da mal gerne auf Nummer sicher und mache so einen Knoten mehr. Auch dazu steche ich mir nochmal durch. Und jetzt mache ich mir nochmal mit dem anderen Faden einen Knoten. So, und dann dürfte das Ganze dicht sein. Ich mache das immer so, dass ich mir, wenn ich den Faden abschneide, ein bisschen was stehen lasse, falls irgendwie aus irgendeinem Grund beim Waschen oder so sich das Ganze nochmal löst und ich das noch nachjustieren will. Das stört in der Mütze nicht. Genauso würde ich das dann halt auch mit der Bommel oben drauf machen. Und jetzt seht ihr auch, das Ganze ist zu. Ne? Ja, ihr Lieben, das ist die Mütze. Ich würde die Stelle, wo die Naht ist, aus taktischen Gründen nach hinten setzen, sodass ich jetzt hier vorne das schöne Knubbelmuster habe. Ich habe hier an den Seiten die abgeketteten halben Stäbchen, die mir schön die Ohren wärmen und eben auch nochmal toll Elastizität geben. Jetzt kann man überlegen, wenn euch das optisch nicht sauber genug ist, wie hier unten die Kante aussieht, dass man vielleicht noch mal eine Runde mit festen Maschen drum geht, ne? Oder natürlich kann man auch wahlweise noch ein Bündchen dran arbeiten, ist aber von der Art, wie die Mütze konstruiert ist, überhaupt nicht nötig. Ich finde, die macht richtig was her. Die ist sehr kuschelig, die ist trotzdem schön elastisch, hat eben diese extra Goodies am Ohr. Und die könnt ihr als Beanie machen, die könnt ihr als normale Mütze machen, die könnt ihr auch insgesamt ein kleines bisschen länger arbeiten und sie euch dann umschlagen. Also da könnt ihr euch ganz wild austoben. Ich mag diese Form der Mützen, weil ich finde, dass die ziemlich gut sitzen. Schreibt mir doch mal sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Mütze findet, ob ihr beide Muster verwendet oder ob ihr sagt, ich mache nur das Knubbelmuster oder nur die abgeketteten halben Stäbchen. Beides absolut super möglich. Tragt ihr lieber Beanie oder lieber normale Mützen? Das würde mich total interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr eure Mützen bevorzugt. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr da ganz viel Spaß mit habt und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Vergesst den Daumen nicht, da freue ich mich sehr drüber. Macht's gut, tschüss, eure Alex.